Man kann Spinnennetze ja so malen. Das ist ganz normal und so habe ich das früher auch immer gemacht. Ich zeige euch heute aber eine richtig coole Version. Dafür macht ihr so einen Punkt in die obere Ecke vom Blatt und alle Linien, die ihr zeichnet, sind so ein bisschen durchgehängt und auch über die Linien drüber und so sieht es so richtig aus wie so ein verwobenes Spinnennetz. Und natürlich kommt auch noch eine gruselige Spinne dazu und fertig ist eure richtig coole Halloween-Zeichnung. Verkleidet ihr euch eigentlich? Schreibt es mir in die Kommentare.